Heute geht's um ein gekochtes Ei und um Altpapier. Thank you.
Sauce habe ich verbunden nur mit Pulp. Nein, das stimmt gar nicht. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe den Eierbecher und den Fuß ja getrennt voneinander angefertigt und habe das dann danach mit Heißkleber verbunden und mit Pulp überarbeitet. Dann ist es noch wichtig, dass du den Fuß unten schön abschleifst, dass er wirklich einen guten Stand hat. Das hat der jetzt nicht, weil den habe ich noch nicht geschliffen unten. Also, dass das schön gerade ist. Abschleifen und wirklich schauen, dass er gut steht. Aber hier zeige ich dir jetzt noch ganz kurz, was ich mir so ein bisschen vorgestellt habe zum Dekorieren. Und zwar, hier habe ich schon mal ein Moosei reindekoriert. Das finde ich noch sehr süß. Wie jetzt so ein Moosei geht, muss ich glaube nicht zeigen. Ihr seid ja alle so extrem kreativ. Also hier habe ich auf jeden Fall so ein Moosei gemacht. Das wäre eine Möglichkeit und das kann man natürlich noch weiter ausdekorieren, ganz wie man möchte. Und den anderen Eierbecher habe ich auch mit Moos befüllt und dann Kressesamen drüber gestreut. Und dann nach 2-3 Tagen kommen die ja schon. Und ich finde das eine ganz süße Idee, zum Beispiel zum Frühstück oder zum Osterfrühstück, das so neben den Teller zu stellen. Und dann hast du die Kresse und dann kann man schön ein Butterbrot streichen und ein bisschen die Kresse darüber. Und das sieht ganz schön aus als Dekoration. Und das ist eine Dekoration, die man essen kann. Also das finde ich auch ganz toll. Und die habe ich jetzt natürlich schon weggegessen. Und da kommt jetzt was anderes rein. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier so kleine Blütenzwiebeln hier reinsetzen kann als Dekoration. Das sieht sicher auch ganz süß aus. Muscari White Magic. Die, so eins möchte ich hier jetzt reinmachen. Und das versuche ich jetzt. Das ist jetzt natürlich eine ganz kleine Auswahl von Dekorationsmöglichkeiten und so wie ich euch kenne, habt ihr unglaublich tolle Ideen und ich bin gespannt, was ihr daraus kreiert. Und dann wollte ich noch sagen, dass diese Eierbecher sind wasserdicht. Ich habe ja das Ei, also die Eierschale habe ich ja nicht entfernt, sondern nur das Ei. Das geht sehr, sehr gut. Und die Eierschale ist noch hier drin. Und durch das ist es wasserfest. Also darum kannst du hier auch Blüten, Blumen, Moos, allerlei kannst du hier reinfüllen. Das finde ich wirklich ganz toll. Ich hoffe, das war für dich wie immer eine kleine Inspiration. Und dann habe ich noch was ganz kurz was zum Mitgliederbereich zu sagen, weil mich da ein paar gefragt haben. Also du findest unter jedem Video, siehst du eine Schaltfläche Mitglied werden. Und da kannst du draufklicken und da passiert noch nichts. Also da kannst du wirklich einfach mal reinschauen und da gibt es nochmals ein kurzes Video von mir, wo ich nochmal alles erkläre. Und
erst dann kannst du dich entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Und sonst kannst du das wieder wegklicken. Also es passiert nichts, wenn du da draufklickst. Und dann kannst du auf meine Hauptseite gehen, wo all meine Videos sichtbar sind. Und dann findest du oben auf der Liste Community. Und da kannst du auch draufklicken. Und dann siehst du den Chatverlauf und da kannst du dich auch mit anderen austauschen und ich stelle da auch immer Neuigkeiten rein oder Bilder sind da zum Teil noch drin, aber das ist jetzt alles am Entstehen. Schau da mal vorbei, es würde mich sehr freuen. Ansonsten abonniere meinen Kanal, ich freue mich über jeden Kommentar und dann geht's bald weiter mit weiteren Dekorationsmöglichkeiten zu Ostern. Und für die, die schon im Mitgliederbereich sind, da freue ich mich natürlich riesig. Ich hoffe, ich kann dem gerecht werden und wie gesagt, dann gebt mir Bescheid und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Also bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, bleib kreativ. Tschüss zusammen.